Wir sind heute hier im Wassenberger Braukeller auf dem Rostorplatz und heute steht die Führung Bierbrauen früher und heute für uns auf dem Programm. Es ist eine von 10 Führungen, die ich als Gästeführerin vom Verein Westblicke anbiete. Besser ist es, wenn man noch nichts vom Ruhrtaler Bier probiert hat. Denn dann fällt der Rundgang durch die Stadt Wassenberg, der die früheren Brauorte aufzeigt, deutlich leichter. Therese Wasch erklärt hier unter anderem, warum das Mittelalter mitunter auch ziemlich lustig war. Bier war in früheren Zeiten ein Grundnahrungsmittel. Man muss bedenken, man kannte im Mittelalter zum Beispiel ja noch weder Tee noch Kaffee. Und man wusste oder hatte es schmerzhaft erfahren, dass Wasser oft krankmachende Keime enthielt. Deswegen war Bier zur Mahlzeit zu trinken ganz normal für alle Menschen, auch für Kinder. Pumpen, so wie Sie hier eine sehen, gibt es ja erst ab dem späten 18. oder im 19. Jahrhundert. Das war der Zeitpunkt, als man feststellte, dass sehr häufig Seuchen sogar durch schlechtes Wasser ausgelöst wurden. Da ist man in den Städten hingegangen und hat solche Gemeinschaftspumpen aufgestellt, was den Leuten dann sauberes Wasser ermöglichte. Biergläser in den Größen um 0,2 Liter waren damals gänzlich unbekannt. Bring uns mal eine Kanne Bier. Und dann ging der zur großen Kanne, neigte die etwas und füllte dann 3, 5 oder 10 Liter, je nachdem, wenn mal 10 Männer am Tisch saßen, bestimmt 10 Liter. Also so Eimerformat muss man sich das vorstellen. Und brachte die an den Tisch. Dann führt der Rundgang ins Wassenberger Brauhaus, wo heute gebraut wird. Jeder darf Bier brauen. Jeder darf das zu Hause machen, bis zu einer Menge von 200 Litern pro Jahr. Alles, was Sie mehr brauen, müssen Sie dem Zoll anmelden. Das ist zollpflichtig. Und so geht es auch hier im Braukeller. Hier werden 14-tägig etwa 1000 Liter Ruhrtaler gebraut. Stolz auf das heimische Bier ist Gabi Glas. Bei uns im Braukeller in Wassenberg wird seit dem 3.6.2011 eigenes Bier gebraut. Und zwar das Ruhrtaler, das dann als hell, als dunkel, als Weizenbier oder auch als Saisonbier, zum Beispiel als Oktoberbier, verköstigt werden kann. Welche der 4 Sorten am besten schmeckt, das konnte ausgiebig probiert werden. Das helle Bier ist richtig lecker, schmeckt schön würzig und kräftig. Das dunkle ist auch sehr gut, aber ein bisschen milder. Also sind beide sehr lecker. Ich würde auch lieber das helle nehmen. Das helle schmeckt mir etwas besser. Ja, genau. Das Einzelbier, was man noch schmeckt, ne, was man noch trinken kann. Die anderen Biere ist nicht direkt mein Geschmack. Eins oder Hefe. Und der andere ist mir zu trübe, aber das sieht eine schöne Farbe aus. Auch noch Geschmack nach sehr gut. Das erste war furchtbar stark, also war mir nicht so lecker. Das dunkle war auch nicht mein Ding. Das ist jetzt mein drittes. Das ist, was ist das jetzt? Das Weizen? Weizen, trinken wir mal. Lecker, das schmeckt. Das schmeckt wirklich.